Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden, dann Dracheninseln. Und dann haben wir hier, ob groß, ob klein, kein Ziel soll allein sein. Und dafür müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 12 Tiere hier auf den Dracheninseln finden und dann ein Emote eingeben mit / Liebe. Oder man macht so wie ich, macht sich ein Makro, weil man ein Faul ist. Wir wollen jetzt alle 12-mal durchgehen und ja, dazu bin ich als allererstes hier in Tal Drassos und dort sind wir dann einmal auf den Koordinaten 51, 57 und hier in dem Bereich gibt es diese Reservoir-Viecher, wo haben wir sie? Reservoir-Pfohlen und da gehen wir einfach hin, drücken unser Liebe-Makro, lieben das einmal und haben dann dementsprechend den ersten abgehakt. Also ich zeige es nochmal, hier unten haben wir quasi den Fluss oder See, je nachdem, was das sein soll. Und hier oben stehen dann die Viecher an der Höhle dran. Hier auf der Map. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar immer noch in derselben Zone. Wir sind einmal hier auf den Koordinaten 55, 67. Und hier sind so ein paar Becken. Seht ihr, wir sind hier in so einem kleinen Canyon drin mit ein paar Becken. Und da haben wir dann einen Mob, der schimpft sich winziger Morasthüpfer und den lieben wir auch einmal. Und dann haben wir auch schon zwei. Ich kann jetzt nochmal einen Ticken hochfliegen, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser, wo wir da gerade rein sind. Also, hier ist dieses, ich würde mal sagen, Aquädukt. Und da unten sind ein paar Becken. Und da haben wir den Morasthüpfer gefunden. Nochmal hier die Map. Also da unten flattern wir rum. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt ein bisschen weiter oben und zwar bei den Koordinaten 51, 71. Und hier stehen wir vor einer Höhle. Also da ist wieder das Aquädukt da außen und hier ist einmal die Höhle und in der Höhle haben wir also kleine Käfer und die nennen sich Rocksturzskarabäus. Dann drücken wir auch wieder unser Liebe-Makro und dann haben wir schon drei abgeschlossen. Also ich laufe jetzt auch nochmal einen Ticken raus, dass ihr es vielleicht wieder ein bisschen besser seht. Also da haben wir das Aquädukt, da waren wir ja eben unten und hier ist dann einmal diese Höhle. Dann bin ich jetzt ins nächste Gebiet rüber geswitcht und zwar sind wir auf der Küste des Erwachens. Und hier bin ich jetzt unten bei den Koordinaten 76, 47 und dort habe ich eine Schnecke gefunden und zwar schimpft sich die Tankknabberer. Die habe ich jetzt hier unten am Wasser gekriegt. Da haben wir unser Liebe-Makro drauf und dann haben wir hier den Tankknabberer auch am Start. Und ja, der ist halt quasi hier im Flussdelta, ne? Hier bei den Koordinaten 76, 47 haben wir den einmal ausgefunden. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar wieder Küste des Erwachens auf den Koordinaten 64, 28. Und hier in der Schuppenknacker-Festung haben wir auf so Erhöhungen einen Haufen von den Vögeln. Und dort haben wir einmal ein Phönixküken, das müssen wir jetzt auch einmal lieben. Und ihr seht, ich befinde mich quasi in der Mitte auf so einer Scherbe. Und dort ist einfach das Phönixküken drauf. Und damit haben wir dann den nächsten. Hier nochmal auf der Map, also hier in der Mitte, ne, da haben wir es einmal droben. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir einmal hier auf den Koordinaten 58, 72 und dort haben wir ein zahnloses Jungtier rumlaufen und seht ihr, das rennt mit seiner Mutter hier rum und da haben wir es, da haben wir einmal das Liebe-Makro drauf und dann haben wir auch schon Nummer 6 und dann haben wir noch zwei Gebiete, die wir abklappern müssen. Nochmal einmal die Map, also ihr seht hier unten, ich hatte es für, wir hätten hier quasi einen Chord rausgesucht, da war es bei mir nicht. Es läuft quasi hier oben beim Rubin-Lebensbecken einmal rum. Dann sind wir jetzt im nächsten Gebiet und zwar sind wir einmal in den Ebenen von Onara und dort bin ich jetzt auf den Koordinaten 50, 51 und hier sind gleich zwei Viecher. Einmal haben wir hier den Dickichtgleiter, der ist hier so ein bisschen am Waldrand dran, seht ihr das? Und den lieben wir jetzt einmal, dann sind es jetzt nur noch fünf. Und hier hinten, seht ihr, in Sichtweite, habe ich auch schon gemerkt, haben wir Rückgratkalb, okay. Und das müssen wir dann auch noch einmal lieben. Halt, das ist das Falsche, das hier. Und dann sind es jetzt nur noch vier Stück. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier unten, hier ist quasi der Wald. Und dort sind dann beide Viecher auf den Koordinaten 50, 50 in etwa. Dann sind wir am letzten Spot in der Ebene. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 23, 61. Und dort haben wir ein krauses Jungtier. Und ja, das ist hier so ein bisschen am Wasser dran. Ist so ein kleiner Lurch, würde ich jetzt mal sagen. Auch das haben wir lieb, weil wir so nett sind. Und dann sind wir jetzt noch auf
drei letzte Viecher begrenzt und die sind dann im letzten Gebiet. Dann sind wir als nächstes im Azurblauen Gebirge und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 29, 43 und hier haben wir einen kleinen Specht und zwar Purpurklopf, verschimpft sich der, direkt hier an der Klippe, wie ihr seht, habe ich den aufgetan. Den lieben wir jetzt auch nochmal und dann sind es jetzt nur noch zwei Stück, die wir brauchen. Also nochmal hier auf der Map, da an dieser Klippe, direkt hier in der Mitte, 29, 43. Am nächsten Spot sind wir angelangt und schon einmal hier auf den Koordinaten 49, 57 an diesem kleinen See dran. Und dort haben wir diesen frostlichen Spindling, den lieben wir jetzt auch mal und dann ist es nur noch einer. Und da sind wir am letzten Spot, hier auf den Koordinaten 58, 54 und da sind wir quasi hier an den Fluss dran. Und hinter mir haben wir einmal Baumzahnjunges und da machen wir auch einmal Liebe drauf und tada, da ploppt auch schon das Achievement auf und damit haben wir alle 12 Viecher gefunden. Ja gut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschalten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.